The story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe, we cleanse the world from the shadow of the ring and its master. Yet we dwarves celebrate as a scattered people, cut off from our one true home. Across Middle-earth, we mine and sculpt, delving for riches, yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Durin built it before the first sun rose. And through the ages, when darkness threatened our great kingdom, he awoke to lead us again. Until the Balrog took it all away. That was 1,000 years ago. And Durin the Deathless has not returned. Some say, be patient. I say, we wait no longer. It is time to journey from every mountain. Come, rally together. Bring your axes and tools, craft and courage. It is time we dwarves return to Moria. Ja, damit herzlich willkommen zu The Lord of the Rings Return to Moria. Heute im Epic Store erschienen, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 24.10. und kostet 40 Euro. Ist im Epic Store erhältlich. Ich weiß nicht, wie lange das im Epic Store exklusiv erhältlich ist, aber jetzt ist es im Epic Store. Ich spiele es an dieser Stelle und wir gehen gemeinsam rein ins Spiel. Wir machen uns einen neuen Zwerg. Das Spiel ist so ausgelegt, wie man es von Valheim kennt. In Valheim ist ja auch so, dass man einen Charakter erstellt und eine Welt oder auch von anderen Spielen. Und wir machen uns erstmal einen schönen Zwerg. Wir machen alles schon mal weiß. Der verwitterte Zwerg ist schon mal nicht schlecht. Der polierte, nein. Der robuste, der distanzierte, herrschaftlich, gelassen, gefasst, jugendlich, wettergegerbt. Was? Verziert? Okay, der hat also irgendwelche... Neutral. Ein neutraler Zwerg. Wer will denn neutralen Zwerg? Einen elbischen Zwerg, einen zierlichen. Ich finde den verwitterten Zwerg. Der passt zu mir. Der Bart ist auch schon mal super. Wir gehen mal ganz kurz durch, was es hier für Bärte gibt. Auch nicht schlecht, aber so ein richtiger Zwerg braucht einen anständigen Bart. Also das wäre zum Beispiel auch ein richtiger Zwergenbart für meinen Geschmack. Der erste war schon gut. Ja, das ist ein anständiger Zwergenbart. Dann haben wir die Haare. Mit Ring drin, lange Haare. Passt schon nicht schlecht, muss man sagen. Okay, Alamand und Dutt. Das ist gut. Das passt für mich. Sehr schön geschmückter Knoten. Die Haare hochgebunden. Der Bart ist ja auch schön zusammengezwirbelt. Und vielleicht ein bisschen dunkleren Teint. Spitze. Augen. Ein helles Grün hätte ich gerne. Das haben wir dann hier. Stiel. Achso, da sind irgendwelche Runen oder sowas. Das brauchen wir nicht. Tätowierung brauchen wir keine. Narben hätte ich auch keine. Bartschmuck können wir nochmal einfärben in Gold und so weiter. Ich mag das Silber sehr, sehr gerne. Auch den Haarschmuck können wir einfärben. Brauchen wir nicht. Dann können wir den ein bisschen ausstatten. Breite Schultern, schmale Schultern. Er ist eher hohe Schultern. Ah, passt schon. Die Brust. Stolz geschwellt. Wie machen wir so die Hälfte? Vorbau brauchen wir nicht. Eine Plauze, eine prominente Plauze. Ja, so ein Zwerg braucht schon ein bisschen Plauze, ne? So, kleines Bäuchlein. Die Taille eng oder weit. Ah, so ein Mittelding finde ich gut. So, was haben wir noch? Die Persönlichkeit. Sind wir grimmig? Eifrig? Frech? Entschlossen? Na klar, kein Problem, ich gehe mit. Wir sind entschlossen, nach Moria zu gehen. Das ist perfekt, den nehmen wir. Stimme. The mountain smiles on us today.
At your service. Nein. The mountain smiles on us today. Khazad Dûm awaits. The mountain smiles on us. Das gefällt mir gut. Es gibt noch ein paar Hörer. Oh, if only my Nana could... Nein, nein, nein. Die zwei ist super. Die Herkunft, die glitzernden Grotten. Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Story. Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen hat. Aber ich hatte mir rausgesucht, wo war denn die blauen Berge? Da, die blauen Berge, den finde ich schön. Er hat genau das, was ich mir so vorstelle. Und wir sind von den blauen Bergen. Und nennen uns Trora. Ja gut, ein typischer Zwergenname ist natürlich auch Hirnsturz, das ist klar. Dann erschaffen wir eine neue Welt. Man kann genauso wie bei Valheim und Co. kann man hier verschiedene Welten erzeugen. Und unsere Let's Play-Welt heißt natürlich Synapsia. So, Seed. Die Welten sind per Zufall generiert, was der Name schon vermuten lässt. Allerdings sind es, glaube ich, eher Abschnitte, die generiert werden. Das ist nicht komplett zufällig. Wir nehmen das heutige Datum, der Release am 24.10.23 und erschaffen eine neue Welt. Wir spielen offline. Man kann es auch im Koop spielen, yes, ist auch möglich. Jetzt hören wir erstmal zu. Lord Gimli. Erebor will not support entering the Black Pit. If the king wants to stop us, he can come himself. Every attempt you've made has failed. This is a sign. No signs or kings are going to stop us. This is the time to reclaim Khazad Dûm. Today, we get into that mountain. Any luck? No, won't budge. Did you try speaking friend? Now, why didn't I think of that before? You did your best. On to plan B. Ah, finally. Endlich. Plan B? Is that blasting fire? I'd stand back if I were you. This is madness. Gimli, you can't. We have to wait for Durin. Durin's not here. We have to do this ourselves. Maybe this will wake him up. Limin Barak. Limin Tagaz. Khazad Dashtin. Oh, no! Lord Gimli, this is another sign! Oh, hammer tongs. It's the fourth age. Nothing is going to stop us. Heard Lord Gimli? Let's go. Pack it in. Yes, nice and tight. Come on, help him out. Ui. Das hat nicht so ganz geklappt. Abgestürzt in die Tiefen. That was no normal dwarf blast. Da sind wir, angekommen. Wir sollen Vorräte sammeln. Hier sind wir in den Tiefen von Moria angekommen oder in den obersten Schichten. Too dark for dwarf eyes. Genau, es ist viel zu dunkel. Wir sollen eine Fackel machen. So, wir haben ein bisschen Holz gesammelt und jetzt können wir mit C können uns eine Fackel herstellen, damit wir in der Tiefe auch was sehen. Fackel raus, ihr seht auch was. Perfekt. So, hier sind wir irgendwie runtergestürzt. Gibt es hier noch was zu entdecken, bevor wir hier weiterlaufen? Nein. Sackgasse. Ja, hat funktioniert beim Sprengen, würde ich sagen. Wir sind angekommen. Und da sind noch Holzstücke, das sammeln wir natürlich alles ein. Das ganze Material. Oh, ein leichter Abgrund. Und. Tschüpf. Ah, wir haben es geschafft. Could try the doors of Durin from the inside. Best get going. Ja, wir müssen irgendwie zum Lager zurück, aber ich glaube, das Spiel zielt darauf ab, dass wir uns hier in den Tiefen von Moria umsehen müssen und Aufgaben erledigen. Also, wir sollen eine Spitzhacke herstellen. Wir drücken wieder C,
bauen uns eine einfache Spitzhacke und rüsten das hier mal aus. Wir sortieren das mal ein bisschen. Das ist das Menü. Wir haben hier oben haben wir einmal so ein bisschen die Geschichte. Die Reise durch die Finsternis mit jeder Menge Lore, die wir uns durchlesen können. Grabe durch das Geröll kommt als nächstes. Tipps und Tricks mit Springen und das, was wir alles gesehen haben. Dann haben wir hier die Geschichten so ein bisschen. Also ich glaube, das hier oben, das hier ist eher die Erklärung und das sind die Quests, die wir hier haben. Und können uns hier allerhand durchlesen, was Spitzhacken machen, welcher Vertrag abgeschlossen worden ist zwischen Gimli. Dann haben wir hier Crafting, haben wir eine Strickleiter und eine Schnellplattform. Und dann haben wir unser Inventar. Wunderbar, machen wir das mal so. Und Eisen und Holz machen wir hier oben ins Inventar rein. So, und wir fangen an zu graben, was wahrscheinlich dieses Spiel sehr lange begleiten wird. Und buddeln uns in die Tiefe rein. So. Oh, Firelight. We are not alone. Ein paar Pilze einsammeln. Wir sind nicht alleine. Hier ist ein Lagerfeuer. Da ist noch ein bisschen Metalle. Oh, einen Zwergen. Überbleibsel von Zwergen. Wir haben ihn geehrt, indem wir E gedrückt haben. Ich war ein bisschen schneller am Daddeln. Und wir sammeln hier eine Gedenkflamme auf. Bauplan Gedenkflamme. Okay. Wir sammeln jetzt erstmal alles ein, was hier noch so rumliegt von den Resten. Oh, a Raven of Erebor. Der Rabe von Erebor, den werden wir auch gleich besuchen. Das ist wahrscheinlich so wie Hugin in Valheim. Ich loot hier mal alles so vor mich hin. Hallo, Arik. Are you from our camp? Thank the winds. I am Arik. Son of Arak. Yours is the only friendly face here. What happened to the rest of camp? I cannot tell. A curse. Ill curse. It blocks me. Could you search for another way out? For any other survivors? I will search. You go east. See what you can find. I will fly to you when I can. Okay, wir sollen das Tor suchen. Und wir sollen Pilze essen. Haben wir welche gefunden? Ah ja, da geht unsere Energie wieder nach oben. Ich glaube, wir essen mal ein paar mehr, oder? So, passt schon. Und buddeln unseren Weg weiter. Er kommt ja wieder zurück, hat er gesagt, wenn er was gefunden hat. Das Buddeln gefällt mir gut. Ist echt gut umgesetzt. So, neues Tutorial. Baue Schnellplattform, um Gelände zu überwinden. Also wir müssen hier hoch und können mit V Plattformen bauen. Einmal da. Und da. Kommen wir hier hoch. Ja, er zieht sich hoch. Sehr schön. Die Animationen gefallen mir richtig gut, muss ich sagen. Und dumm, da sind wir. Okay. Machen wir den Boden noch frei, ne? Okay. Ganz schön hohe Decken hier. Da stehen unsere Vorfahren anscheinend. So, wir können bestimmt das hier zerschlagen und kriegen dadurch Material. Oh. Die Türen von Durin. Das ist ja der Bereich, den wir von außen eindringen wollten, genau. I've never seen runes with such shadow. No wonder we couldn't get it open from the other side.
Okay, jetzt kriegen wir hier ein bisschen Background-Story. Genau, die Innenseite von den Toren ist mit einem Fluch belegt, deswegen konnten wir von außen nicht ran. Ne? Also die haben ja versucht, die Tür aufzukriegen, das hat man ja eben im Intro gesehen. Und dann haben sie versucht, da irgendwie durchzukommen. Okay, wir gucken uns das alles später an. Und das ist hier versiegelt, deswegen kommen wir hier nicht weiter. So, jetzt sind meine Kollegen alle draußen und ich bin hier drin und muss hier irgendwie... Bin der Zwerg der Stunde, so wie es aussieht. Jede Menge Holz. Stoffe, was haben wir noch? Stoff, Holz, also scheint immer das gleiche zu sein. Hier ist ein Zeichen der Gefährten. Essgeschirr. Die Gefährten waren hier, wir haben einen kleinen Satz Teller und Gabeln gefunden. Sicher hat sie eine der Hobbit-Begleiter von Herrn Gimli sie hier hinterlassen. Möglicherweise nach einer Rast, nachdem die Wächter sie in Moria eingesperrt hatten. Ich muss auf dem gleichen Pfad wandeln, den einst Gandalf und Gimli wiesen. Ein großartiges Omen, sie haben es herausgeschafft, also können wir das auch. Okay. Wow. Oh oh. Zwerge, sucht sie hier, schnüffelt sie. Kann ich bitte nicht sterben? Orks in Moria. Okay, also hier unten sind auch Orga irgendwie unterwegs oder Orks. Können wir hier was kriegen? Stein? Nein. Gut, können wir alles zerdeppern wahrscheinlich. Okay, da vorne, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Wasserfall. Gucken wir uns erstmal hier drüben um. Irgendwelche Smaragdfackeln oder sowas in der Art. Ah, guck mal hier. Stoffreste. Stoffreste. Irgendwelche Überbleibsel auf jeden Fall. Hier. Eine Truhe. Und was haben wir da erhalten? Ein Kristallwurflicht. Okay. Stoffreste. Okay, hier fließt Wasser rein. Aber ich glaube, hier müssen wir nicht lang. Wir müssen bestimmt da über die Brücke. So. Da müssen wir einen Satz machen wieder. Ach, geschafft. Triff Arik. Hallo Arik. What news? There's no way west. No way out. I did not think we would see shadow-cast runes in Moria. Our path, then, must go east. Long journey. You must prepare. Up here, at that old dwarven camp. You're right. It's time to find shelter before making our way farther. I will scout ahead. Stay alive. Ich bemühe mich, am Leben zu bleiben. We'll exit the Dimrill Gate. For now, we must face the long dark of Moria. Suche nach einem Ausweg aus Moria. Alles klar. Bereite dich auf die lange Finsternis vor. Es wird Zeit, ein Lager aufzuschlagen, etwas zu Dinge, Essen zu schmieden. Alles klar. Machen wir. So, hier ist Oris Außenposten. Ein verlassener Außenposten mit Ratten. Sehr schön. Restauriere das alte Lager. Restauriere die Feuerstelle. Drücke B, Baumenü. Hier haben wir noch Oris Aufzeichnungen. Hier beginnen wir unsere Suche. Okay. Was ist hier in der Ecke? Stoffe, also der gleiche Kram, den wir auch bisher gefunden haben. Da ist eine Kiste. Und hier ist eine große Statue. A dwarven chest.
Let's get you open. See what you're keeping secret. Okay, wir haben ein Rezept für einen Schlüssel erhalten. Sehr gut. So, hier die Haufen können wir bestimmt wegmachen, ne? Sehr gut, kriegen da ein bisschen Stein raus. Können wir aber gleich machen. Also, restauriere die Feuerstelle. Da. Einmal Feuerstelle reparieren. Sehr schön. Jetzt haben wir Rezepte bekommen für gemischte Spieße, ein hölzernes Wurflicht und ein Rezept für einen Braten. So, B fürs Baumenü, wähle Bettzeug aus. Das sind alle möglichen Elemente, die wir bauen können. Grundlagen. Das ist ein Holzlager, Steinlager und so weiter, eine hölzerne Truhe, ein Esstisch, Feuerstelle, Bettzeug. So, wir schlafen an der Feuerstelle in der Nähe. Alles klar. Beanspruche das Bettzeug. Mein Bettzeug. Sehr schön. So, koche eine Mahlzeit, um Leben wiederherzustellen. Wir haben nur so ein bisschen verloren. Was sollen wir denn kochen? Koche einen Braten an der Feuerstelle. Ein Braten erfordert 3 Fleisch. Lass mich raten. Können wir eigentlich irgendeine Waffe craften? Eine Behelfsaxt, die stellen wir jetzt her. Ich denke, damit kämpft es sich leichter als mit der Spitzhacke. Dann machen wir das auf 2, das auf 3. Stein ins Inventar. Und diese Statuen machen wir ins Inventar. Und die Zwiebeln und so weiter. Und Stoff und Pilze. Und dann machen wir die Axt auf die 1. Hi! Gebt ihr mir Fleisch? Ich kill mal eure Ratten. Ihr habt ein Rattenproblem, Leute. Ah, hier sind ganz viele. So, da drüben sind auch noch Ratten. Oh nein! Oh Gott, gerade noch hochgezogen. Aber jetzt flüchten hier die Ratten. Warte auf mich! Ich will dich essen. Bleib da, Ratte. So, noch eine Ratte. Mache ich mal ein bisschen das Licht an, damit ihr was seht. Oh, die kommen jetzt hier rüber, oder was? Ja, die haben Lust, hier rüber zu kommen. Wollen wir kämpfen, Leute? Ne, die buddeln sich ein. Aber das ist eine Ratte gewesen, oder? Ja. So, jetzt haben wir 3 Fleisch. Zeit zum Kochen. 4 Fleisch fürs nächste, für die nächste Mahlzeit. So. Einmal einen Braten braten. 44 Sekunden dauert das Ganze. Dann warten wir mal ab. Wir sind am späten Nachmittag. Unten links sehen wir die Uhrzeit. Wir sind an Tag 1. Wir können ja hier mal ein bisschen hier aufräumen. Also sie wurden hier anscheinend schon bekämpft. So, ich bin ein bisschen schlapp. Was haben wir hier noch? Das sind die Sonnenzwiebeln. Da ist nichts. So, 5 Sekunden. In der Zeit tackere ich hier noch ein bisschen das Grobe raus. Oh, da habt ihr gerade gehört, da hat jemand mit dem Kochlöffel gegen den Topf geschlagen. Es gibt jetzt was zu essen. Aber noch habe ich Energie. Und wir haben ja den späten Nachmittag. Ah, jetzt wird es langsam weiß. Seht ihr da? Der Stein wird brüchig. Und da ist die Steinwand draußen. Die warten vor meiner Tür. Ich weiß nicht, auf wen sie warten, aber... So. Das sammeln wir alles ein. So, in dem Spiel ist es so, dass in der Nacht kommen Angriffe. Und deswegen wäre es sehr gut, wenn wir praktisch... Trifft er? Jetzt trifft er. Wenn wir hier das Ganze ein bisschen absichern, dass wir zumindest die Tür zumachen, dass wir hier in Ruhe schlafen können. Hier ist ja, bietet sich ja an wie so ein Türrahmen. Jetzt essen wir erstmal den Braten. Der steht nämlich schon bereit auf dem Tisch. Guten Hunger. Sehr gut. Haben wir auch erledigt. Erweitere das Lager. Auch das machen wir. Baue eine Lagertruhe.
Eine hölzerne Truhe. Ja, da ist vorne. Die stelle ich mal hier so neben das Bett. Ja, stelle ich mal hier so neben die Wand. Oder wir stellen sie. So. Haben wir gemacht. So, restauriere den Schmelzofen. 15 Steine, um den Ofen wiederherzustellen. Sehr gut. Jetzt haben wir den Schmelzofen und Eisenbarren. Finde Erz, um es abzubauen. Weißt du was? Soll ich mir noch mal ein Essen herstellen? Mal gucken mal. Wir gucken uns jetzt erstmal um. Die Nacht bricht herein. Da ist Eisen gegenüber. Da gehen wir jetzt her. Eisenerz. Singen. So, mit dem fröhlichen Lied auf den Lippen können wir doch hier viel leichter das Eisen raustackern aus dem Berg. Oh. Also wo ihr immer dieses Viereck seht, da könnt ihr praktisch in diese Richtung, baut er halt auch ab. Stein geht natürlich wesentlich schneller vorbei als diese Eisenreste. Aber das haben wir auch gleich weg. So. Oh. Hi. Willst du mit mir kämpfen? Moment, ich mache mal ganz kurz eine Fackel. Damit der Zuschauer was sieht. Da ist noch Eisen da unten. Sehr gut, bringt mir ein bisschen Haut vorbei. Sehr, sehr nett. Na, was hast du vor? Du bleibst hier, ne? Du buddelst dich wieder ein. Ja, war mir schon klar. So, stelle einen Eisenbarren her und sammle ihn ein. Machen wir auch. Kohle hinzufügen. Und wir können ja direkt mehrere herstellen. Wir haben ja genügend Eisen gefunden. So, guck mal, einen vollen Stack. So, und hier in die Kiste packen wir jetzt einmal hier die Zwiebeln rein. Diese Statuen. Das Ding, Stoff, ja, ich bin mir unsicher. Leder haben wir und Pilze und das Fleisch. Und da haben wir noch ein Eisen, ein einzelnes Eisen. Ich glaube, der craftet auch aus der Kiste raus, wenn ich das richtig gesehen habe. So, noch 29 Sekunden. Wir sind im Buddelwahn und sind schlapp. Wir müssen uns mit Sicherheit ausruhen. Das heißt, wir müssen eine Runde schlafen. Jetzt warten wir noch, bis das Eisen fertig ist. Und dann sind wir auch am Ende einer Folge so langsam. Schlappheit, Buddelwahn. Wir sind mitten in der Nacht. 5, 4, 3. Und gib mir den Eisenbarren. Da haben wir den Eisenbarren. Finde Erz und baue es ab. Ja, das hatten wir schon. Okay, beginne mit der Metallverarbeitung. Restauriere die Schmiede. 3 Eisenbarren brauchen wir da. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis das fertig ist. Sollen wir uns noch ein Frühstück herstellen? Komm, wir machen uns noch ein Frühstück. Wir machen hier mal gemischte Spieße. 1,28. Und jetzt haben wir 3 Eisenbarren. Yes, jetzt können wir die Schmiede reparieren. Und haben Rezepte bekommen für das Schild der Eisenberger, ein Eisenhammer und ein Eisenschwert. Was mit Sicherheit und den Schlüssel. Ne? Da brauchen wir einen Eisenbarren, dann können wir die Kiste da hinten öffnen. Und 3 Eisenbarren für das Schwert und 3 Eisenbarren für das Schild. Sehr gut.
Da wissen wir doch schon mal, was wir machen müssen. Einschmelzen können wir sowieso nicht mehr. Wir haben aber den Eisenbarren und können uns diesen Oris-Schlüssel herstellen. Und wir schmieden den Schlüssel. Haben wir's? Ja. Kriegen wir die Kiste auf, oder? Ja. Sehr cool. Goldmünzen haben wir bekommen. Dann ein Brot oder sowas. Ja, elbisches Wegebrot, 3 Eisenbarren und ein bisschen Kohle. Das ist doch eine schöne Belohnung, oder? Da kann man mitarbeiten. Kriegen wir jetzt ein Eisenschwert? Wir kriegen auch ein Eisenschwert. Perfekt. Somit kämpfen wir nicht mehr mit der Axt, sondern mit Eisenschwert. Und die Axt können wir hier drauflegen, die Fackel da drauf. Essen ist auch fertig. Ich würde sagen, ich lege mich ins Bett, schlaf bis zum nächsten Morgen, wir ruhen uns aus, wir sind nämlich unheimlich schlapp und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.